So, Bretter, jetzt sind wir auf dem Weg zum Naschmarkt. In aller Herrgottsfrüh ist es nicht mehr, aber Fries. Was Süßes, Herzhaftes. Süß und herzhaft. Bei diesem schönen Wetter, 22 Grad am 22. September. Ich bin eine Amex, ne? Nix mit dem Apple. Was? Da ist Amex. Da vorne fängt es an. Fängt schon an. Ne? Blockhaus. Na, hier werden jetzt Räucherkerzen, Räucherdüfte geklärt. Carlo Santo, auf jeden Fall. Fazit zum Naschmarkt. Wir fangen hier an. Haben wir da irgendwelche Eckpfeiler, was wir bewerben? Nee. So, keine Ahnung. Vielfalt ist da, aber war ziemlich busy. Auch für den Hund war es nicht so optimal. Genau, lass mich hier mal rechts rüber. Danke. Ich fand es mit dem Hund anstrengend, aber vielleicht auch, weil er noch so jung ist und überall gucken muss und überall. So. Ah ja, und in der Bierhalle gibt es Kaffee. Patrick? Genau. Und bei 22 Grad am 22. September macht der Markt richtig schön Spaß. Und man sollte auf keinen Fall Oliven probieren, weil sonst kann man nicht aufhören. Mama? Ich finde es schön, sehr schön. Ich hab was gekauft und schmeckt gut. Aber wir brauchen von dir jetzt, Frau Oski. Der Punkt ist, sag mal, 9. Okay, also meine Mutter hat so einen Kuchen, aber ich weiß nicht, wie der heißt. Muss ich noch mal gucken. So ein gefüllter Kuchen. Wo muss ich hier links abbiegen? Ach, diese Verkehrsführung hier. Naja, egal, auf jeden Fall. Also ich sag mal, der Naschmarkt ist schön. Es ist wie ein Wochenmarkt, nur viel größer und viel internationaler. Also wirklich von Arabisch, über Asiatisch, über Italienisch, über Österreichisch, über Süß, über Salzig, alles dabei. Käse, Oliven, Nüsse, Obst, Fleisch, auch verschiedene Restaurants. Da kann auch die Kühlketten eingehalten werden. Also es ist wie so ein klassischer Markt, wie man es auch vom Ausland kennt. Man wird auch angequatscht, ob man probieren möchte oder kaufen. Es gibt auch Klamotten wie auf so einem Markt im Ausland. Es gibt auch Leute, die ihre Hehlerware direkt am Tisch verkaufen wollen. Ja, das gibt's auch. Also es ist halt so ein klassischer Markt. Das muss man mögen. Also so klassisch finde ich das nicht, dass du angesprochen wirst und AirPods verkauft bekommst. Die erst 80 Euro, du, Originalpreis 300, naja, also dann Malaysia, 80 und dann 20. In Malaysia wäre das normal, dass sowas gemacht wird. Ah, egal. Also auf jeden Fall, ich fand es nicht schlecht. Wenn man so Märkte mag, ich persönlich bin eigentlich nicht so ein Freund von solchen Märkten, muss ich sagen, weil ich so diese ganze Handlerei nicht mag. Und ich mag es auch nicht, ständig angequatscht zu werden, ob ich eine Olive oder eine Nuss probieren will. Hallo, junge Dame. Ich habe zwar kein Problem damit, nee, muss nicht sein. Und dann muss ich halt dazu sagen, wenn man selber aus der Lebensmittelbranche kommt, dann findet man die Theken wahrscheinlich etwas fragwürdig und überlegt sich, wie alt die Oliven schon sind. Deswegen, ja. Aber man sollte es mal gesehen haben, wenn man in Wien ist. Findest du? Ja. Jetzt mal ganz ehrlich, meinst du, dass das ein Must-See ist, dass man ja, das gesehen haben? Ja, weil ich habe gute Räucherstäbchen bekommen und ich habe es Paolo Santo bekommen für 2 Euro das Stück, aber große Stücken. Also ja, ich finde, man sollte das gesehen haben. Als am Telefon, ne? Das ist nichts anderes wie ein Wochenmarkt, aber wir wären bestimmt auch hierher gegangen. Ja. Aber nur bei Sonnenschein, bei 22 Grad. Nur bei 22 Grad am 22. September. Also wir haben jetzt im Kollektiv entschieden, dass wir uns keine Tickets holen, sondern hier draußen die Fotito schießen. Wahrscheinlich hier vorne. Hier. Auf das Gras darf man hier nicht steppen. Ganz klar. Hier vorne wäre noch ein Springbrunnen. Ne? Davor. Patrick, heide, komm. Durch, heide, komm. Ja, allen Anschein nach haben wir nicht gesehen, dass Hunde verboten sind. Der böse Killerhund. Aber jetzt müssen wir auch mal gucken, ob es im Schönbrunnen erlaubt ist. Genau, also wer gegen Harrison ist, der bekommt auch kein Ticket kaufen. No. Easy. Gell, Herr Riesen?
Da habe ich nichts gemacht. Ich habe gerade eben mal online geschaut. Schloss Schönbrunn sind Hunde, ob klein oder groß, ebenfalls nicht erlaubt, gestattet, geduldet. Unser Auto ist weiter unten. Weil hier vorne ist die türkische Botschaft und wir haben hinter der türkischen Botschaft geparkt. Also, es ist nicht erlaubt, aber wir machen das jetzt so. Wir werden draußen rumlungern, die Jenny geht rein für ein paar Fotos. Und dann werden wir schauen, wo es noch weiter uns hin verschlägt. So, wir sind jetzt bei Schloss Schönbrunn angekommen. Ja, leider dürfen ja hier keine Hunde rein, deswegen hat der Dommer uns einfach quasi vorm Schloss rausgeschmissen. Und meine Mutter und ich gucken jetzt mal, ob wir wenigstens von außen ein paar Bilder bekommen. Dommer und ich waren schon mal hier und sind durch den Schlossgarten spaziert. Jetzt gucken wir uns mal das Schlösschen von vorne an. Schaut's von vorne aus. Das Schloss von Kaiserin Sisi und ihrem Franzau. Das hier kann man alles im Schloss quasi sehen. Riesig. So, auf spontaner Basis sind wir hier in dem Center Westfield, Westfield Center, keine Ahnung. Da gab es einen China-Laden anscheinend. Fancy. Ja, jetzt Handy vergessen wieder rückwärts. Es ist nur noch crazy. So, weil es so Spaß macht. Normales Auto. Jenny hat ihr Handy vergessen. Ich weiß nicht, was das ist mit den ganzen Handys. Nicht vergessen. Ständig vergessen. Was lege ich mich noch auf? Auf alle Fälle wurde hier ein Asialaden gesichtet, in dem man auch essen kann. Als gäbe es in Deutschland nicht genug Asialäden und ihre Favoriten eh schon bekannt sind. Gehen wir hier jetzt auch nochmal in Asien an. Hier geht's hin, Modern Asia. So, wir sind hier. So, ich hoffe, dass die Jenny von innen ein paar Aufnahmen macht, weil er muss draußen bleiben. Mal ein Fazit raus hier. Ich hau heute mal ein kurzes Fazit vom Tag raus. Ich fand es schade, dass wir mit dem Hund nicht in den Schlösser gehen konnten. Das Häme vom Knochen entfernt fand ich super lecker. Die Bedienung war blöd. Das Händel hat 10 von 5 Punkten bekommen. Und jetzt eben gerade, wo wir essen waren, Ambiente sehr schön. Essen Mainz war jetzt nicht der Burner. Aber ich habe viele andere gute Gerichte gesehen. Bedienung kann man auch drüber diskutieren, passt. Aber am interessantesten war, wie ich mich dann fast zu Hause gefühlt habe, wie der Offenbacher Hütchenspieler in Wien seine Show auf der Straße abgezogen hat. Für hier Punkte 7 von 10. Ja. Mach mal auf. 9 Punkte. Also ich gehe heute Mittag, hatten wir Wiener. Also das war, also ich muss sagen, das Schweineschnitzel schmeckt. Ich heute Mittag um 8. Und heute Abend hatte ich eine Menge Pommes. Ich habe es überhaupt nicht geschafft. Also war wirklich sehr viel. Gebe ich eine 8. Für heute Mittag kann man auch noch was abgeben. Heute Mittag war ein leckeres Essen, aber die Bedienung ist ein Arschloch, muss man mal so sagen. 6 von 10 und heute Abend hatte ich hier das Gulasch und das Gulasch war richtig lecker mit dem Knödel und 10 von 10 war es nicht, aber trotzdem machen wir mal stabile 9 und ja, mehr hat man eben auch nicht zum Essen. Ne? Auch wir waren, ich glaube, eine halbe Stunde zu spät, weil wir noch in diesem Westfield Donau Center waren. Wir haben uns hier noch ein bisschen vertrödelt, aber so summa summarum auch Bedienung top hier, schnell zugeteilt worden. Hier soll ich jetzt biten oder was? Nice, oder? Wieso räuchert ihr in der Wohnung? Meine Mutter. Wahrscheinlich stinken wir so, dass sie das anmacht. So schnell schmeckt das doch gar nicht. You like it. This is the new one. Und sehr in der Lübe. Ja, ist halt ein bisschen viel Rumaroma drin, ne? Oder was das ist?
Aber das ist doch heftig. Ich schmecke nur Patchouli. Jetzt sind wir hier im Austria Center angekommen, für den Zweck, weshalb wir eigentlich überhaupt nach Wien, Österreich gekommen sind, zu unserem Success Day. Da vorne sieht man schon ein kleines Brennerschild. Das ist Patrick, du magst nicht so eng. Zumindest ist keine Handschellen. Spannend, also irgendwie ist noch nichts los. Oder vielleicht kommt die Menschenmasse ins Gleich, wenn wir dann um die Ecke nochmal kommen. Das müssen wir eine Forever machen, aber hier ist schön abfotografieren lassen kann. Wollen wir mal an der Wand da ein Bild machen? An der? Ja, die so toll beleuchtet ist, ja. Mit einem Schnürsenkel die ganze Zeit. So, Kinder, jetzt nach der Veranstaltung geht's rüber ins Restaurane, keine Ahnung, müssen wir noch starten. Machst du Richtung hier mit Südosten, dann leicht mit Maps. Abbiegen. Los. Einmal. So, Kinos, langsam heißt es Abschied nehmen aus Wien. Wir waren gerade noch essen. Nach der Veranstaltung sind wir auch schon zurück im Apartment. Haben einen kleinen vermisst, den kleinen Harrison. Und diesmal wollen wir über Nacht fahren. Haben wir uns so gedacht, aber ich lege mich jetzt noch mal kurz hin. Kurz hinlegen, Stunde zwei, und dann fahren wir, denke ich, gegen 12 Uhr heute Abend, heute Nacht los. Aber du musst klopfen oder rufst du deine Mutter an, dass wir da sind, nicht dass er bellt. Open the door. Ja, mach die Tür auf. Ja, mach die Tür auf. Corgi-Lift, wir machen einen Corgi-Lift. Wir machen einen Corgi-Lift. Corgi-Lift. Ja.
Ja,